Und damit hallo und herzlich willkommen zur 23. und voraussichtlich letzten Folge des StarCraft 2 Let's Plays, wo wir dabei sind, den Schlüsselstein hier unten zu verteidigen. Und es ging gerade los. Ich habe keine Ahnung, wie ich das im Zufallsten gerade anmoderieren soll. Diesen Stein hier. Exekutoren werden die Tempelzugänge nicht ewig verteidigen können. Haltet euch bereit, sie zu unterstützen. Ja, ihr habt es gehört, wir sollen unsere Leute unterstützen auch noch zusätzlich. Wir brauchen erstmal dringend das. Die Schmiede haben wir und das. Also zum Forschen haben wir schon alles da. Das Mutterschiff können wir noch nicht bauen und... Ja, theoretisch gesehen brauche ich bloß einen Flottensignalgeber. Der Rest wäre egal. Und der kostet 200. Okay, eine weitere Echse kann ich dahin pflanzen. Die muss ich dann aber auch mit deffen, wenn ich das richtig sehe. Ist das richtig? Na, bin mir da nicht so sicher. Ah, die Echse werde ich auf jeden Fall dahin pflanzen. Der Feind nähert sich. Nerazim, haltet eure Warpklingen bereit. Wir werden nicht nachgeben. Ich hoffe, dass sie es am Anfang alleine hinbekommen, sodass ich erst danach dann anfangen muss zu supporten. Nicht direkt von Anfang an. Und wie war das? Man soll sehr früh eine Echse aufbauen. Man kann es aber auch übertreiben mit der Frühigkeit. Weil diese Echse hier steht echt verdammt früh. Wird der jetzt... Scheiße, ich weiß nicht, wo der angerechnet wird. Wie viel fehlen hier noch? Noch zwei. Amon will uns von allen Seiten unter Druck setzen. Zeige dich, Gefallener, und stell dich Alarak, dem Hochlord der Tal'Darin. Was wollte ich jetzt bauen? Ein Flottensignalgeber. Dahin. Nein, abbrechen. Ein Pylon dahin. So, ihr baut hier auch als Vorstellung. Ich orte Zerg, die sich dem südlichen Zugang nähern. Amon sucht unsere Verteidigung nach Schwachstellen ab. Wir dürfen ihm keine zeigen. Eine. Dann nebenbei schon mal die Forschung anstupsen. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. So, ich werde gleich hier unten noch haufenweise andere Sachen hinpflanzen. Aber alles zu seiner Zeit. Okay, das haben die geschafft von alleine. Hier kommen jetzt noch 5. Und da kommen 5. Das sind dann demzufolge wie viel? 10 weitere 16? 18? Und noch einer. Und jetzt hier. Amon greift den Schlüsselstein mit den mächtigsten Schiffen der Armada an. So sehr es mich schmerzt. Wir haben keine andere Wahl, als sie zu zerstören. Haben wir denn das schon hier? Das können wir auch gleich bauen. Jetzt bauen wir erstmal haufenweise Pylonen. Basis wird angegriffen. Du behauptest, du würdest dein Volk retten. Doch sieh dich an. Du schlachtest es ab. Ich erwarte nichts als Leid. Das war laut. Schafft ihr das hier unten, das zu deffen? Naja, ist mehr schlecht als recht, aber gedefft ist gedefft. Okay. Zurück. Hier das Ding in die Warteschlange. Und das sind wir da auch voll. Demzufolge bauen wir jetzt noch weitere Raumportale. Wie viele am besten? Wie viel kriegen wir denn hier unter? Ist hier eng hier. V und was die ist Basis das? S. Eurer Verbündeten wird belagert. V.
Nein, V und S. So. Dahin. Der Dev stelle ich hier unten gleich nach hin. Jetzt wäre als nächstes wichtig, dass ich das Forschen nicht verkacke. Die goldene Armada greift die Speer des Adun an. Ich werde euch unterstützen, wie ich nur kann, aber wir tragen schwere Schäden davon. In dieses Schiff habt ihr eure Hoffnung gesetzt. Euer Vertrauen wird enttäuscht werden. Kontrollpunkt erreicht. Der Gegner sendet unzählige Truppen den zentralen Weg hinauf. Die Tal'Darim werden Verstärkung brauchen. Das kriegen wir hin, die Tal'Darim zu verstärken. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Easy going. So, das Mutterschiff ist gespawnt. So, das ist auch der Sammelpunkt, das Mutterschiff. Eine weitere Flotte von Schiffen nähert sich dem Schlüsselstein. Wir müssen sie zurückschlagen. Upgrade durchgeführt. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Es werden wir von unten und oben angegriffen und ich glaube, für euch ruckelt es jetzt. Bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, für euch wird es ruckeln. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr nach da unten. Okay, das passt. Von hier kommt ein Air-Angriff, das heißt, ihr müsst dahin. Eieieiei. Hier die Forschung starten. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Hier unten gehen wir gleich helfen. Bald wir hier fertig sind. Macht euch schon mal auf den Weg. Ihr seid schwach. Machtlos. Gebt auf. Die Speer des Adun hat einen direkten Treffer erlitten. Die Fabrikationsmatrix reagiert nicht. Wir können euch keine Verstärkungstruppen mehr senden. Ja, das ist nicht so schlimm. Das hat gepasst. So, wir müssen hier unten dem beim Deffen helfen. Die Ecke sieht nämlich ist am geschwächtesten. Der es geschafft hat, sich einigermaßen aufzubauen. Und dann könnten wir demnächst, sobald die Phasengleiter voll sind, könnten wir anfangen, noch Dev weiter oben hinzusetzen. Aber erstmal noch nicht. Und dann müsste die Dev theoretisch gesehen direkt hier hin. Krieger! Eine weitere Welle von Gegnern wird uns bald attackieren. Bleibt standhaft. Wir werden sie zurückschlagen. Zum Glück wird man immer schön benachrichtigt, bevor es losgeht. Upgrade durchgeführt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Und nach hier oben. Die schaffen das nämlich nicht. Die machen das nach weg. Perfekt. Während wir hier schon zur Verteidigung ankommen. Sehr gut. Da verliert zwar hier seine ganze Armee, aber könnte auch schlimmer sein. Hier ist wieder dorthin. Echt dauerhaft in alle Richtungen geschickt. Das Hauptproblem ist, dass ich einmal unten verloren habe. Der Rest ist tatsächlich gar nicht so das Riesenproblem.
Und ich finde es krass, dass ich so viele von diesen automatischen Abbaudingern habe und die trotzdem nicht ausreichen. Jetzt müssen wir oben deffen gehen. Obwohl die das sogar, glaube ich, von alleine geregelt kriegen. Ja, dann können wir auch hier unten deffen gehen. Sie haben den Hauptzugang eingenommen. Die Tal'Darin werden überrannt. Eilt ihnen sofort zu Hilfe. Ich bin ja schon da. Die Offensivsysteme versagen. Solarlanze deaktiviert. Die Energiematrix des Schlüsselsteins ist zur Hälfte aufgeladen. Wir müssen weiterkämpfen. Ich registriere mehrere nahende Gegnergruppen. Sie greifen zwei Zugänge gleichzeitig an. Ja, die untere Seite ist halt die geschwächtere, deswegen gehen wir da zuerst hin. Sobald wir die Seite hier haben, geht's auf nach oben. Und wir müssten jetzt theoretisch am Einheitencap ankommen. Okay, das passt. Nee, doch nicht, da kommt nochmal eine große Welle. Okay, passt trotzdem. Wie lange müssen wir denn... Ach, wir haben gar keinen Timer so richtig. Schade, ich hätte gerne einen Timer gehabt. Dorthin, weil die untere Seite hat es nämlich noch nicht geschafft, sich wieder aufzubauen. Die hier sieht ganz gut aus. Ich orte eine weit größere Flotte der goldenen Armada, die auf den Schlüsselstein zuhält. Wappnet euch. Machen wir. Schauen, was hier kommt. Ich dachte, hier kommt was Schlimmes. So, aber jetzt können wir keine Einheiten mehr bauen. Wir haben das Maximum erreicht. Unten müssen wir deffen. Upgrade durchgeführt. Ich weiß nicht, ob die das alleine geregelt kriegen. Ich helfe einfach mal kurz. Und jetzt wieder hier hin. Die haben es geregelt gekriegt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich greife noch an, wie krass das ist, was man hier an Schaden raushämmert. So, da oben hin. Da bin ich etwas spät. Ich werde dieses Universum neu erschaffen, wie es hätte sein sollen. Perfekt. Okay, oben haben sie jetzt gut geschwächt. Jetzt wäre die Frage, wo wir jetzt überhaupt noch deffen sollen, am sinnvollsten. Weil oben steht es wirklich nicht mehr viel. Die bauen erstmal neu auf. Hier kommt nichts mehr raus. Oh, unten hin. Und ich tue die letzte Mission tatsächlich dann komplett nur mit Phasengleitern regeln. Kontrollpunkt erreicht. Höhlenbruch festgestellt. Defensivraster ausgefallen. Dimensionaler Rückruf versagt. So, bauen wir jetzt hier unten noch bei uns an unserem Hauptgebäude ein bisschen Def hin. Hier unten.
Weil theoretisch könnten was. Wir wissen eh nicht, wohin damit. Unsere Feinde setzen uns an allen drei Zugängen zu. Gebt nicht nach! Ja, der hier unten ist der Geschwächteste. Danach nach unten. Danach nach oben. Weiß noch nicht. Ich weiß noch, dass der in der Mitte hier, der ist gerade der am Geschwächtesten eigentlich ist. Aber hier kommen sie natürlich nicht. Jetzt kommen sie hier. Und für euch dürfte es wahrscheinlich wieder ruckeln, weil das zu viele Einheiten für das Spiel sind. Und sobald ihr durch seid, geht ihr nach oben. Basis wird angegriffen. Oh ja, wir müssen hierhin zurück. Also sie fangen nämlich gleich an, den Schlüsselstein anzugreifen. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Okay, das haben die gerade noch so geschafft. Upgrade durchgeführt. Vielleicht sollte ich die irgendwie aufteilen. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich die aufteile. Aber dann habe ich halt keine große Armee. Und die Gefahr, dass die nicht alles geregelt kriegen, ist halt dann größer. Soll ich die große Armee, die stand einfach am... Die goldene Armada. Ein leuchtendes Symbol der Arroganz. Euer Hochmut wird euer Fall sein. Auf geht's, wir fliegen der goldenen Armada entgegen. Und das würde jetzt nämlich nicht so gut klappen, wenn wir nicht so extrem viele Einheiten hätten. Dann würden wir hier wesentlich dümmer aus der Wäsche gucken. So ist das jetzt wirklich easy peasy. Deswegen denke ich, werde ich es so lassen, wie es aktuell ist. Jetzt hier hin. Den Angriff müssen, sowas müssen die einfach hier oben alleine geregelt kriegen. Wie lange noch? Ja, das sollten wir schaffen. Upgrade durchgeführt. Die letzten Updates kommen ja auch. Ist schon alles zu weit oben. Fehlt nur das Plasma-Schild, da fehlt noch ein Update. Sonst sind die schon fast voll getaggt. Und das Plasma-Schild kommt... Ne, das lässt sich noch ein bisschen Zeit. Oben müssen wir hin. Ja, dass mittlerweile alle auch wieder aufgebaut sind. Sowohl unten als auch oben. Obwohl das hier so die schlechteste Def ist. Also der Phasenschmied ist einfach nicht so gut. Aber was soll ich dazu sagen? Und schade, dass die letzte Mission für euch ruckeln wird. Echt schade. Aber danach wechsle ich zu einem Spiel, was keine solche Ruckelprobleme hat. Kann ich euch schon beruhigen. Schade, dass wir auch keinen Timer haben. Mit dem Timer wäre das Ganze jetzt noch leichter. Oh, von unten. Und das geregelt. Sieht soweit ganz gut aus. Bei den Göttern. Sie steuern ihre Schiffe direkt in die Schwere des Adun hinein. Der Kern ist in einem kritischen Zustand. Hierarch, wir können euch nicht mehr helfen. Ihr habt genug getan, Rohana. Der Schlüsselstein ist bald vollständig aufgeladen. Entzieht euch ihnen so lange wie möglich. Zum Glück bin ich bei dieser Welle rechtzeitig da gewesen, weil die war nämlich unangekündigt. Ihr Blut klebt an deinen Händen, Artanis. Falscher Retter. Dein Trotz. Bedeutet ihren Tod. Oh shit. Hierarch, ich orte eine riesige Ansammlung von Protoss-Signaturen. Amon hat allen besessenen Templern befohlen, den Schlüsselstein anzugreifen.
Wir werden standhalten, Karax. Wir müssen. Wir müssen schnellstens nach hier unten. Da kommt der Support. Ritzelt alles nieder. Und dann helfen wir einmal hier. Upgrade durchgeführt. Weil da weiß ich auch, dass die das nicht geregelt kriegen würden. Einfach nur an, wie immer das ist. Die Energieausgabe des Schlüsselsteins erreicht bald ihr Maximum. Der Sieg ist nah. Verliert die Hoffnung nicht. Jetzt einmal hier unten noch helfen und dann einmal oben. Entsprechend so überall ein bisschen supporten. Und unten, der wird danach als nächstes wieder Hilfe brauchen. Hier oben ist eigentlich am wenigsten. Auf geht's nach unten. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Okay. Dann hier hin, auf in die Mitte. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Anscheinend haben sie nur noch das eine Ziel. Angegriffen. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Jo, und damit haben wir's. Angegriffen. Die Energiematrix ist aufgeladen. Der Schlüsselstein ist bereit, Hierarch. Krieger, zieht euch zum Schlüsselstein zurück. Lasst sie kommen. Der Gefallene wurde in die Leere zurückgeschickt. Vorerst sind wir frei. Und all das dank euch. Ich werde den großen Traum unserer vereinigten Spezies verwirklichen. Wir werden die Überlebenden versammeln. Unsere Städte neu errichten. Was uns einst trennte, soll fallen und einer neuen Gesellschaft weichen.
Gemeinsam werden wir unsere Bestimmung zwischen den Sternen formen. Okay, und das war jetzt ernsthaft schon das Ende? Kommt jetzt nur noch ein Outro? Kommt noch eine weitere Mission? Richtig Erfolge freigeschaltet, der Arsch platzt, okay. Lass mal kurz alle Erfolge durchfloppen. Es kommen noch mehr Erfolge, ja. Ich bin ja so gut. Noch einer. Yay, wir sind durch. Fortfahren. Legacy of the Void, das ist tatsächlich das Ende. Gut, ihr kennt mich, ihr werdet das... Oh. Wie kann das sein? Hirach, wir empfangen eine nicht autorisierte Übertragung. Sie stammt aus... Ulna. Es ist Kerrigan. Wird es nochmal interessant, oder was? Alle Balken. Ach, es gibt ja noch den Prolog. Solange die Kampagne noch nicht abgeschlossen war. Oh. Okay. Das heißt, der Epilog ist nicht freigeschaltet aufgrund eines Bugs, weil hier drinne irgendwo hier er das Ganze nicht gecheckt hat. Das heißt, ich werde jetzt kurz eine Aufnahmepause machen, werde den Epilog freischalten und dann sehen wir uns wieder. Also, bis gleich, beziehungsweise für euch, ja doch, hänge ich das an die, ja, ich hänge das noch hier dran. Bis gleich. So, für euch der nahtlose Übergang. Ich habe mich einmal kurz durch die Kampagne durchgecheatet, damit ich den Epilog freigeschaltet habe. Damit wir direkt weitermachen können. Und ich weiß gar nicht, wie lang der Epilog ist. Wir spielen auf normal und wir werden wahrscheinlich nur den Anfang sehen, weil wir haben nur 2 Minuten. Und wenn der mehrere Missionen hat, dann wird es demzufolge so sein, dass ich doch auch mal eine Aufnahmepause mache. Das ist nicht die letzte Folge war. So, die Lehre wartet. Eine Delegation der Protoss und der Terraner ist Kerrigans psionischer Nachricht gefolgt und hat sich im Orbit über Ulna versammelt. Die entlegene Heimatwelt der Xel'Naga. Der Anlass dieser Zusammenkunft ist unklar. Und so waren Rayna und Artanis im Kriegsrat der Sperrfalle des Aduns auf die Ankunft. Und so warten Rayna und Artanis im Kriegsrat der Sperr des Aduns auf die Ankunft der Königin der Klingen. Wir haben lange genug an diesem verfluchten Ort gewartet. Wenn die Königin der Klingen wirklich mit uns sprechen wollte, wäre sie längst hier. Sie wird uns nicht sitzen lassen, Selendis. Wenn sie sagt, dass es wichtig ist, dann solltest du ihr besser glauben. Es fällt mir schwer, dieser Verräterin zu vertrauen, Commander. Von einem Templer hätte ich mehr Vertrauen erwartet. Artanis? Jim? Also, was ist los, Sarah? Was ist so dringend, dass du uns alle hierher bestellst? Amon lebt. Sein Hass schwert in der Leere. Und er hat vor, zurückzukehren. Selbst jetzt höre ich eine Stimme, die nach mir ruft. Das könnte eine List des großen Feindes sein. Es ist nicht Amons Stimme. Irgendetwas anderes ist hier. Gequält und verzweifelt. Und doch gütig. Amons Stärke wächst erneut. Mag sein, dass wir das nicht mehr erleben. Aber er wird zurückkehren. Und was schlagt ihr vor zu tun, Kerrigan? In Ulna befindet sich ein Tor zur Leere. Ich werde es durchschreiten und den Gefallenen ein für alle Mal vernichten. Ich brauche eure Hilfe. Sarah hat recht. Wir können das nicht auf die lange Bank schieben. Das geht uns alle an. Ob's uns gefällt oder nicht.
Terra-Tul sah voraus, dass dieser Tag kommen würde. Unsere Klingen gehören euch, Kerrigan. Hier langsam richtig ungemütlich. Diese Schatten reißen unsere Schiffe auseinander. Lange halten wir hier draußen nicht mehr durch. Die Stimme kommt von da vorne. Wir müssen dorthin. Meine Krieger werden sich das aus der Nähe ansehen. Okay, so. Und jetzt machen wir doch noch eine Aufnahmepause. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie lang dieser Epilog geht. Ich hoffe, er geht nicht ellenlang. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich doch noch mal eine Aufnahmepause mache. Es ist auf jeden Fall interessant, dass jetzt doch noch mal alle zusammen nach Amon suchen. Und vor allen Dingen, jetzt, ich bin gespannt, was jetzt hier im Epilog passiert. Weil die Protoss-Kampagne hat sich ja jetzt theoretisch eigentlich zum Guten gewandt. Aber jetzt scheint es ja wohl weiterzugehen und... Ja, ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss. Tschö mit euch.